Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, wir sind hier in Jormgen, ne? Ja, als es noch existiert hat. Aus irgendeinem Grund sind jetzt hier Leute, mit denen ich schon alle gesprochen habe und da ist noch nichts passiert, ne? Außer da drinne, da muss ich nämlich mit jemandem reden, weil ich habe mich mal ganz kurz informiert. Ich weiß, ja, aber kommt schon. Fast 300 Spielstunden. Ich glaube, ich habe genug gezeigt, was ich alles alleine erreichen kann. Und ja, ich will das Spiel auch mal irgendwann mal zu Ende spielen und ja, hab das ein bisschen beschleunigt. So, ich habe nämlich nachgeguckt, was man alles machen kann, nachdem man den finalen Boss erledigt hat. Und da tut sich eigentlich gar nicht so viel aufmachen. Das Einzige, was sich aufmacht, ist noch eine Bonus-Dungeon, wo ich jetzt gerade versuche, dran zu arbeiten. Ich weiß nur, dass ich hier mit jemandem reden muss. Das fängt dann, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das danach weitergeht, ob dann direkt schon eine geöffnet wird oder ob mir gesagt wird, ich muss noch woanders hin und irgendwas anderes machen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls muss ich hier irgendwie anfangen. Ich glaube, da war schon ein bisschen mehr, hat man gemacht hat. Ich habe das jetzt nur so überflogen, jetzt nicht alles aufgenommen. Ich weiß nur, ob man hier anfangen muss. So, und ich glaube, das Einzige, was sich noch auftut, ist, dass man jetzt hier in diese Nekropole heißt das, ne? Dass man da jetzt ein bisschen weiter tiefer reingehen kann und einige Titel haben es, glaube ich, aufgetan. Ich glaube, so Monsterbuch, das Gegenständebuch und also was. Also so viel nach dem Durchspielen hat sich gar nicht so geöffnet. Ich konnte schon, weiß ich nicht, so 95% aller Sachen, glaube ich, schon vorher machen. Also ja, keine Ahnung. Deswegen kümmern wir uns jetzt darum und wenn ich noch etwas Zeit habe, will ich noch was anderes machen. Aber das quetsche ich dann irgendwo rein, wenn wir die Zeit dafür haben. So, mit dir muss ich reden. Und dann irgendwas passiert da. Wer seid ihr? Reisende vielleicht? Sind wir uns schon mal begegnet? Er hat es offenbar vergessen. Er hat es nicht vergessen. Es liegt vielmehr daran, dass wir jetzt in der Vergangenheit sind. Ja, in der Stadt geht es jetzt auch sehr geschäftlich zu. Was flüstert ihr denn da drüben? Oh, möchtet ihr vielleicht eine interessante Geschichte hören? Ich habe keine Zeit, mir epische Erzählungen anzuhören, Opa. Wie aber? Nein, das dauert nicht lange. Das kann ich dir versichern. Na schön, dann lass mal hören. Nun, vor einiger Zeit war ich gerade dabei, in meiner Bibliothek Ordnung zu schaffen. Da kommt plötzlich zwischen den Bücherstapeln. Und dieses Mal kam eine kleine Maus heraus. Es ist nicht zu glauben, er redet jetzt schon seit 2 Stunden. Könntest du vielleicht langsam mal zum Kernpunkt der Geschichte kommen? Wie meinst du das? Diesen Teil ist sehr wichtig und noch dazu hochinteressant. Na los, komm endlich zur Hauptsache. Na schön, also zum Schluss fand ich in einem Bücherstapel ein ganz bestimmtes Buch. In diesem Buch stand Folgendes geschrieben. Tief unter einer steilen, gewundenen Gebirgskette auf dem Kontinent Usoria schläft eine, der die Zeit überwindet. So, das muss ich mir merken, ne? Tief unter einer steilen, gewundenen Gebirgskette auf dem Kontinent Usoria. Wenn das schöne Fräulein auf eine Reise geht, kommt sie in die 4. Dimension hinab und behütet eine feurige Jugend. Die Liebe des Himmels empfangen, schlüpft sie in einen menschlichen Körper und rebelliert gegen den Himmel. Na, ganz schön interessant, nicht wahr? Findest du? Das war eine geheimnisvolle Verkündung. Das ist tatsächlich hochinteressant. Willst du gerne weiterlesen? Ich kann dir es dir geben, wenn du willst. Macht dir das denn gar nichts aus? Nein, überhaupt nicht. Ich kenne das ganze Buch sowieso schon auswendig. Vielen Dank. Du magst aber Bücher wirklich sehr, Estelle. Legende des dunkelblauen Kriegers. Es ist mal gegen den Himmel aufgehört. Sie stammt aus einer anderen Welt. Okay. Gebirgskette Usoria. Okay. Ich nehme an, da kann man doch nicht irgendwie durch. Usoria, das ist doch... wo das Spa ist, ne? Dieser Kontinent, eine Gebirgskette in Usoria. Wenn jetzt den ganzen Kontinent da absuchen, bis ich irgendwie was finde. Na, gucken wir mal. Ich nehme an, dann kommen wir schon zur Bonus-Dungeon direkt, ne? Und ja, wie gesagt, dann kommt eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich glaube, im Kolosseum kann man auch noch weitermachen, aber... weiß ich nicht. So unglaublich viel Quests scheinen sich nicht geöffnet zu haben, von dem, was ich so gelesen habe. Also nichts, was ich jetzt nicht schon auch noch vor dem finalen Bosskampf hätte machen können. So wie es ausschaut.
Ich habe auch nicht gelevelt oder so. Ich habe die ganzen Fähigkeiten von den Teufelswaffen hier. Ich habe natürlich die Teufelswaffen ausgerüstet, weil die sind voll übermäßig stark. Und ja, Erkräne, Yosoria, das ist da oben links, das Gebiet, ja. Und dann gucken wir mal da. Ja, jetzt der Artefakt ist immer noch da oben, ey. So, Gebirgskette hier. Hier sind viele Berge. Kann ich irgendwo landen? Kann ich hier irgendwo rein? No. Ah, wäre jetzt so gut gewesen, wenn ich direkt die Lösung gefunden hätte oder so, ne? Oder hier hinunterklettern. Oh. Ja, ich kann in Bildern landen. Stimmt. Ja gut. Wenn das hier jetzt noch so allzu lange dauert, dann werde ich natürlich was rausschneiden, aber ich hoffe, ich finde hier direkt schon was. Okay, ich dachte, ich habe einen Eingang gesehen. Jetzt werde ich paranoid. Nordost-Yosoria. Gebirgskette. Hier sind doch viele Berge. Muss doch hier sein, ne? Oder? Oh, achso, der ist. Ich wollte schon sagen, was fliegt denn da am Himmel, aber das ist ja von den. Die Heimat von den. Ich habe den Namen vergessen. Schon eine Weile her, seit ich gespielt habe, übrigens wieder, ne? Ich habe das Gefühl, ich bin hier irgendwie richtig, aber ich finde nur wieder nicht. Oder ich übersehe schon wieder hier irgendwie was. Nordost-Yosoria. Gebirgskette von Yosoria. So, irgendwie was Verdächtiges sein hier, komm. Das ist hier richtig, ne? Das ist hier. Nee, das ist schon wieder ein anderes Gebiet. Süd-Yosoria, das ist auch noch Yosoria. Hier vielleicht. Muss ich extra jetzt auch noch nachgucken. Weil so was von klar wieder, dass ich hier nicht von alleine die Lösung finde, ne? Mal schon. Na, oder nice. Ich muss noch den Rest nachgucken, ne? Ich gehe trotzdem noch mal hier nachgucken, wo hier dieser Berg, der sieht voll verdächtig aus, hier so mitten drin. Komm. Wo wird doch was sein? Komm schon. Na. Hier. Nö. Mann, ich dachte, da wäre ja richtig. Sind hier noch Berge? Wo ist das? Zählt das als Gebirgskette überhaupt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was eine Gebirgskette ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, irgendwie ist hier irgendwie so ein Eingang, keine Ahnung. Weil nicht. Na gut, dann kümmern wir uns erstmal um die andere Sache, die ich angekündigt habe, und zwar ich habe ja noch einige Sachen, nämlich kann man leider nichts nachgucken. Gut, wir haben hier nämlich noch Sachen. Das sind alles Sachen, die ich mir per DLC holen konnte. Und das war umsonst, das konnte man sich nebenbei noch runterladen. Und so wie ich das verstehe, sind das alle DLCs, die man sich hätte kaufen können damals für die Xbox, als das Spiel rausgekommen ist, oder PS3 auch damals in Japan. Und da sind einige Sachen drin, die man im Spiel bekommen kann, aber auch einige Sachen, die man nur per DLC bekommen kann. Und zum Beispiel hier Synthese Sachen, da sind Klamotten hier zum Synthesieren. Hier sind, ich habe das extra noch mal nachgeguckt, und hier also Anpassungssachen, zum Beispiel Anpassungspaket, und der Name von den Charakter gibt uns, glaube ich, Titel, Zubehör und Zeugs, das man auch im Spiel bekommen kann. Und dann gibt es hier noch Bonustitel. Bonustitel sind als DLC-Kostüme und Titel, die man nur per DLC hätte kaufen können. Was bedeutet,
diese hier werde ich alle mal aktivieren, damit ich die auch zu Gesicht bekomme. Und das hier werde ich in Ruhe lassen, Anpassungspaket, weil hier könnten Titel drin sein, die ich auch hätte erspielen können, glaube ich. Und ich will mir keine Sachen erschienen. Ich will eigentlich nur die Sachen haben, die ich sowieso nicht ins Spiel hätte hier holen können. Dann gibt es hier noch Level Up Bonusse. Wenn ich die aktiviere, kriege ich ein paar Level dazu. Ich glaube, das sind insgesamt 30, ne? 10, 20, 30, 40 Level. Oder hier Geld kann ich auch noch holen. Aber das lassen wir alles in Ruhe, weil das ist alles, fühlt sich so ercheatet an. Hier kann man Rezepte noch holen. Parameter Bonus, da kriegst du einige. Ich glaube Kräuter, ne? Nö. Aber Kräuter gibt es glaube ich auch irgendwo, ne? Hier bei einigen Sachen kannst du Seematte bekommen. Hier die ganzen Sachen, die hätte ich schon viel früher holen können, aber ist ja blöd, ne? Und da Level Up Bonus, aber ich auch in Ruhe lassen. Und hier die Bonus-Titel, das sind alles Sachen, die man. Ich wünschte, man könnte ja gesagt bekommen, was man da freischaltet, aber so wie ich das verstehe, sind das alles Titel, die man nur per DLC hätte kriegen können. Und ja, ich hätte mir die DLCs sowieso gekauft, wenn die noch Geld gekostet hätten, aber das haben sie natürlich nicht gemacht, weil wäre voll verlogen, weil die haben für man hat Spiel auch zum ersten Mal rausgekommen ist, das erste Mal schon Geld verlangt. Wenn die jetzt noch mal Geld verlangen, das wäre ja voll irgendwie Link. Und ja, das hier sind jetzt glaube ich alles Titel, die man per DLC hätte kaufen können. Und ja, wie gesagt, ich hätte mir die so oder so geholt, also die hätte da so oder so zu Gesicht bekommen und die kann ich im Spiel nicht freischalten, also so ist das die einzige Möglichkeit, die zu bekommen. Deswegen aktivieren wir die und deswegen gucken wir uns jetzt mal an. Hier geht es nicht um Logik, jetzt die ganze Zeit, die ich habe, das kenne ich ja. Ash, obwohl ich kenne nur in Englisch. This isn't about logic. Now is all the time I have. Ja, das ist von Tales of the Abyss, im Kampf gegen Luke, ne? Einer der Bösewichte aus Tales of the Abyss übrigens. So, Geist des Fettrock-Rickers, ein Ritter, der sich vom Militär verabschiedet und seinem Bauchgefühl folgt. Okay. Verlässlicher Senior-Student, ein Senior-Student, der Sand Vesperia High. Okay, Schulkostüme, ja, gibt's auch immer. 2000-jähriger Wahnsinn. Ein Mineraler, der sich eigentlich Frieden wünscht, aber durch seinen Versagen Tragödie und Tragödie schuf. Ja, nehme ich mal, ist eine Anspielung an irgendeinen anderen Tales of Titel, ne? So, wandernder Samurai, ein Kämpfer auf der Suche nach starken Gegnern, bis sein Seelenrandsplitter zu leuchten begann. Ah. Hey, ist das nicht von Soul Calibur mit Mitsurugi? Ja, ne? Ist ja auch von Bandai Namco, stimmt. So, eine goldene Rüstung mit goldenem Willen, die uns ja nicht die Dunkelheit schneidet. Oh, cool. Schön. Ich frage mich, ob sich auch die Musik ändert bei zum Beispiel den Schulklamotten oder Tales of the Abyss Klamotten. Ich bekomme vor allem kostenlos. Okay. Okay, das ist ein bisschen mehr casual. Ist jetzt nicht so was mich so hier so anspricht bei Yuri, aber weil das sieht irgendwie interessant aus, aber auch irgendwie komisch. Das sieht irgendwie so aus, als könnte das Tales of Symphonia oder irgendwie sowas sein. Weiß ich nicht. Ja, ich bleib bei dem Dings. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren, weil die Dinger sind umsonst. Wenn ich mir die damals geholt hätte, dann vielleicht wäre die vielleicht ein bisschen komisch gewesen, aber ja, was willst du machen, ne? Und unter dem, wo ist der hier? So. So, und das Ganze machen wir jetzt nochmal mit allen anderen Charakteren, ne? Tales Bonus-Titel, boom. Die mal alles schon aktivieren. Ich meine, ich kann mich jetzt nicht beschweren, wenn da einige sind, die mich jetzt nicht so interessieren. Die sind in dieser Version umsonst. Also, oh ja, ich bleib bei Juris normalen Titel. So, boom, haben wir das erledigt. Gott, gucken wir uns alle an. Die Mädels tue ich mir bis zum Schluss aufbewahren, weil die haben die meisten, in den meisten Fällen immer die besseren. So, oh, ups, da falsch. So, ich nehme an, die sind alle dann ganz unten angeordnet, ne? Campus Lakai. Schulklamotten, ne? Kalegianischer Kommandant. Das ist bestimmt auch eine Anspielung an irgendwas, was ich nicht kenne, ne? Der junge Kommandant, der Schwertarzt beherrscht, er ist König, er ist Königin und Landtreue gegeben. Traumwanderer.
Oh, da ist, wie heißt das mal, Klono oder irgendwie sowas. Davon gibt es dauernd irgendwie Anspielungen in den Tales of Spielen. So, Heldenmutige Vesperia. Oh, cool. Sieht ein bisschen komisch aber aus. Aber schon heißt der Goldritter auch immer noch am besten. Finde ich, man nur sieht am besten aus. So, Raven. Oh, berüchtigter Lehrer. War sehr cool. Der Orakelkommandant. Das ist von Tales of Symphonia, oder? Ja, nee. Ja, das waren aus Tales of the Abyss, der Hauptbösewicht. König der eisernen Faust. Ist das ursprünglich an für mit das von Dings von Tekken? Hayashi Mishima, oder? Jawohl. Geil. Glorreicher Schatten. Wow. Okay, das sieht cool aus. Ich glaube, der Ball für ihn, das sieht richtig krass aus. Weiß nicht, ob das eine Anspielung wieder an irgendwas ist, aber egal. Da repeat. Da bin ich mal gespannt. Du brauchst mal eine richtig coole Klamotte. So, du bist schul. Mein Gott. Jahre, Jahre da so. Das ist eine Anspielung an Jotaro, sehe ich gerade. Die Richter des Chefs der Schule ist Don. Das ist auch so ein Hut. Mein Gott. Sensus General. Wow, what? Das sieht krass aus. Da wird zusammen mit seinen Seelen entgegen. Bester Jungspieler. Okay. Respeed, what? What? Was ist das denn? Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich will nicht alle in schwarzen Klamotten hier rumlaufen lassen, ey. Oh, Kacke. Wir sind Helden und keine Edgelords. Lorelei Schwertkämpfer, das ist von Tales of the Abyss. Luke, okay. Die haben ja voll irgendwie, weil nicht verspielt, irgendwie den Kostüm von Flynn zu von Guy zu geben, weil Guy sieht genauso aus wie Flynn, nur eine andere Stimme, andere Klamotten. Guy sieht genauso aus wie Flynn, also warum haben die nicht denen irgendwie die Klamotten gegeben? Ja, ich möchte leben, egal wer mich akzeptiert. Hier bin ich und lebe. Ja, ich möchte mal Tales of the Abyss spielen. Ey. Das ist ein richtig cooles Spiel. Das ist einer der besten Stories in den ganzen Tales of Spielen. Ja, alles klar. Es geht ein Inquisitor. Okay, das. Was sind das für Kostüme? Die kommen mir ein bisschen bekannt vor, aber irgendwie auch nicht. Beträumter Klavierspieler. Okay. So, Erzlord. Oh. Wenn ich das hier mit der hier vergleiche, sieht das irgendwie ein bisschen lahm aus, wenn ich ehrlich bin. So, Estelle. Ich hoffe, irgendwas sieht nicht so gut aus wie das Magical Girl Outfit. Julias Erbe. Tier, hi. Und nicht, keine Ahnung, Tier konnte ich irgendwie noch nie, mochte ich irgendwie noch nie, weiß ich nicht. Weil die glauben, Leute ändern zu können, ihre Familie überkämpfte. Okay. Okay, putzig. Habe ich mir schon gedacht. Schulklamotten halt. Atamo, was für ein Ding? Keine Ahnung. Das ist alles von irgendeinem Spiel, was ich nicht kenne, ne? Eine Serie, keine Ahnung. Abenteuerlustige Valkyrie. Ey, da ist doch von, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, aber da der Charakter hieß Valkyrie, glaube ich. Ist, glaube ich, auch von Bandai Namco. Königliches Herz. Oh, das sieht auch cool aus. Schön. Imitation eines Fettrock. Okay. Haben alle diese Klamotten? Cool. Sieht gar nicht schlecht aus, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, ich gucke mir halt so nach und nach an. Das sieht immer noch das am besten aus. So, Judith. Schulschwester. Okay. War ja klar. So, Rache, dürstiger Halbelf. Boah, kommt mir bekannt vor. Vom, was ist das nochmal? Um den Tod seines Freundes zu rechnen. Das ist von Dings, Symphonia 2, ne? Wie heißt der nochmal? Ich hab den Namen vergessen hier. Der einzige andere wichtige Hauptcharakter neben Emil und Martha. Antignosis Vernichtungswaffe. Was?
Oh, da ist Dings. Wie heißt sie? Kosmos. Ich weiß, wie heißt das noch mal? Xenogear, irgendwie sowas. Oder Xenosaga, Xenosaga, ne? Glaube ich. So, drakonische Lanzenreiterin. Oh, cool. Komplett im Weiß. Sieht aus wie so eine Hochzeitsklamotte, aber schöne Stoff geschneidert. So, ich hoffe ja, diese sind jetzt nicht irgendwie hier irgendwie so angeordnet oder so. Ich gehe jetzt immer nur die letzten hier durch. Wo ist jetzt Dings hier? Ja, mache ich auf Screen. Finde ich jetzt nicht. So, Rita. Austauschstudentin. Ja, sieht auch verputzt sich aus. So, Marines Hauptmann. Das sieht auch aus, als könnte ich das irgendwie kennen, aber ich weiß es natürlich nicht. 765 Nachwuchskünstlerin. Also, das sieht, das ist von Idolmasters, oder? Heißt das, glaube ich. Das ist auch von Bandai Namco, die Serie, glaube ich. So, Elementarmeisterin. Oh, das sieht cool aus. Der Hut sieht ein bisschen komisch aus, aber ja, kann man mal machen. Gut, Patty. Los, komm. Enkelin des Vorsitzenden. Ja, natürlich. Des legendären Moguls, was? Held von Krux ist. Das ist von Tales of Symphonia. Ja, hey, das ist. Boah, wie hieß die nochmal? Oder der? Ich glaube, war Androgyn, ne? Yggdrasil? Ne, so hieß doch. Mythos, ne? Mythos irgendwas, ne? Legendärer Bohrhauer. Okay. Was ist das? Kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Piratenkönigin. So, das muss jetzt gut ausgehen. Oh ja, das sieht gut aus. Ich habe ein neues Kostüm für Patty auf jeden Fall gefunden. Sehr geil. So. Sind alle Kostüme durchgegangen. Haben nicht wirklich irgendwas erlebt, gemacht, gefunden. Würde ich sagen, wir, weiß ich nicht. Das werde ich dann irgendwann mal nachgucken, wo genau ich dahin muss, was ich machen muss, damit wir vorankommen. Und ja, vielleicht machen wir im Rest des Parts mit Dings weiter, mit der Nekropole. Mal schauen. Weiß ich noch nicht. Jedenfalls sehe ich euch dann bis gleich, weil der Part ist noch nicht vorbei. Also ja, bis gleich. Okay, Dangres heißt unser nächstes Ziel. Hier soll irgendwie noch eine Szene auftauchen, damit sich die Bonus-Dungeon irgendwie öffnet. Also ja, lass mal da reingehen, ne? Gucken, was wir hier so finden. Mann, was war denn das? Ich glaube, es kam vom Westen. Es wirkt ein bisschen anders als ein Erdbeben. Ja, es fühlt sich ein bisschen wie ein Erdrutsch an. Es muss dann aber ein mächtiger Erdrutsch gewesen sein. Sehen wir mal nach. Okay. Jetzt sag mir nicht, ich muss jetzt extra erstmal hier reingehen, damit sich da irgendwie was auftut. Im Westen. Westen von hier. Jetzt sag mir nicht, ich muss jetzt extra noch mal nach Dings hier. Jetzt nur weil ich in Dangres nicht reingegangen bin, erst na, guck mal, das war genau da, genau da war das doch. Da habe ich das doch gesucht. Ey. Da hat sich nichts gemacht. Warum musste ich ihn jetzt extra noch mal nach Dangres? Wie bescheuert ist das denn? Mir kommt diese Landschaft hier reichlich merkwürdig vor. Ja, sollte sich denn hier nicht eine Gebirgskette befinden? Das Gold, das wir in Dangres gehört haben, kam offenbar von hier. Damit sagen, dass hier ein ganzes Gebirge eingestürzt ist, das wäre ja ein gewaltiger Einsturz. Tief unter einem steilen gewundenen Gebirgskette auf dem Kontinent Yusuria schläft einer, der die Zeit überwindet. Was, stand das nicht in dem Buch, das du im Jormgen bekommen hast? Ja. Da könnte das was mit dieser Sache zu tun haben. Gehen wir mal runter und sehen wir uns um. Weißt du, warum war das nicht schon vorher einfach weg, ey? Warum muss ich denn jetzt extra noch mal nach Dangres gehen, um zu sagen, oh, hier ist eine Dingens, da ist was passiert? So, ich dachte, hier wäre vielleicht was Neues, aber anscheinend nicht. So, neue Monster, sieht nicht so aus.
Oh mein Gott. Soll ich mich mal zeigen, wie stark meine Waffen jetzt sind? Ja, ich glaube ich. Ich habe jetzt Zell gesteuert, weil ich mit ihr ihre Dings hier hochleveln will, ihre Teufelswaffe. Und kämpfe ich überhaupt hier? Ja, doch viel zu lange. Genau, Estelle hat irgendwie die wenigsten Gegner erledigt, wenn ich mir ihren Schaden von ihrer Teufelswaffe anschaue. Deswegen nehme ich mal an, hier muss ich noch die meisten Leute killen. Na gut, dann gehen wir jetzt da rein. Ich will aber jemand anderen steuern, weil ich keine Ahnung habe, was mich jetzt hier erwartet. Flynn. Estelle. Passt. Ne, Judith hat irgendwie voll wenig Erfahrungspunkte. Aus irgendeinem Grund. Sind die überhaupt alle vernünftige Sachen hier ausgerüstet? Ja, ne. Die haben jetzt nicht irgendwie so was wie kleinster Schaden oder so ausgerüstet, ne? Ne, keine Ahnung. Ich glaube, Flynn hat gerade Schaden gemacht, also ja. Na, guck mal. Wir allen, die sich noch näher heranwagen. Hahaha. Was? Da kriegt man ja eine Gänsehaut, nicht wahr? Kommt da raus und zeigt euch. Scheint niemand drauf abzufahren, Leute zu erschrecken. Höchste Zeit, damit Schluss zu machen. Wie es aussieht, ist hier überhaupt niemand. Was willst du denn damit sagen, Estelle? Bestimmt ist es lediglich gut darin, sich verstecken. Ja, das ist es. Wenn dich jemand bittet, aufzuhören, ist es dann nicht eine ganz normale Reaktion, weiterzumachen? Man könnte aber auch argumentieren, dass Warnungen besser beachtet werden sollten. Sobald ihr weit geht, könnt ihr nie wieder umkehren. Dies ist euch gesagt, bevor ihr erwägt, euren Weg fortzusetzen. Dann halten wir lieber an, oder? Ich meine, jetzt ja sowieso nicht. Stimmt's, Leute? Ja, gehen wir. Sehen wir erst nach und sehen wir uns erst noch ein bisschen genauer um. Geht. Geister. Das ist eure letzte Warnung. Sobald ihr weit geht, könnt ihr nicht mehr zurück. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Also wenn du mich schon so fragst, bist du bereit? Nein. Klingt ein bisschen, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch gedacht, wir können jetzt hier irgendwie so reingehen, wir können jederzeit raus. Na, gehen wir mal rein, gucken wir mal. Soll schon Schlimmes passieren. Natürlich habe ich mich entschieden, ich gehe weiter. Dann geht weiter. Ihr betretet gleich ein endloses, gnadenloses Labyrinth, dem ihr niemals entrinnen werdet, da euch dort hoffnungslose Verwirrung befällt. Los geht's. Oh. Das Labyrinth der Erinnerungen. Was? Kenne ich diesen Ort nicht? Das ist Saphirs. Wieso? Haha, ich weiß ja nicht, wie die das machen, aber ich verstehe, was dahinter steckt. Was steckt denn dahinter? Das ist so eine Art von Illusion, klar. Tun wir uns also ja aus, also nach richtig Herzenlust aus, bla bla. Wir müssen ja dann so einen Ort austoben. Die Monster, die euch hier angreifen, werden sich nicht leicht zu bezwingen sein. Seit dem Kampf auf der Hut. Oh, es ist gut, das zu wissen. Dankeschön. Du bist sehr rücksichtsvoll. Wir sind auch ohne deinen Rat vorsichtig. Gehen wir. Okay. Oh. Was? Eine Münze? Ich dachte, ich komme jetzt daraus wieder raus irgendwie. Das ist die erste. Was hat es denn mit dieser Münze auf sich? Es ist kein Geld. Um ins Land der Toten eingelassen zu werden, müsst ihr euch zuerst die Einlassgebühr zusammensparen. Hahaha. Sag mir nicht, da warte ich jetzt hier wieder so ein Turtles oder irgendwie so was, ey. Wie in den Zilla-Spielen hier. Woher kommt diese Stimme eigentlich? Nicht, dass ich Angst hätte oder so. Hey, willst du etwas umkehren? Können wir doch gar nicht, oder? Ich glaube nicht, dass wir es können. Wenn ihr das Land der Lebenden zurückkehren wollt, wäre es klug, Münzen zu sammeln. Wie es aussieht, haben wir keine andere Wahl, als diese Münzen einzusammeln. Es sei denn, wir wollen den Rest unseres Lebens hier verbringen. Lass diese Späßchen. Oh, na schön, gehen wir weiter. Falschgeld. Pflanzenprägung geschieht aus Gold, dennoch ist der Besitz strafbar. Dank Carol um die ganze Welt. Ich
Ja, bei jedem Ort auf dieser Welt besucht oder was? おっさんは枯れすぎてるのじゃ。それ同感。だから何にも感動できないだけじゃないの?ひどい。まあひどい。こんな純粋無垢ジュディはバウルで世界中回ってるから結構知ってる場所多かったんじゃないか?そうでもないわよ。見たことのない場所も結構あったわ。ね?ブレイブベスペリアに入ってよかったでしょ?みんな世界中回れたしさ。 本当、後ろにいた頃と違って世界の広さが感じられたし。でしょでしょ?得意げになっちゃって。あんたの功績ってわけじゃないわよ。おお、同じ境遇の少年よ。おいでおいで。よし。互いに傷を舐め合おうじゃないか。ファミリアン。君、dieser dicken Rüstung. Hi. Okay. Wie stark seid ihr? リラックスしてゴー! So, Golem, 5000. Doch die Gegner hier sollen schwer sein. Was? Okay. Gut, dann nehmen wir Estelle raus. Mal Patty rein. Spielen wir. Er hat ja noch nicht so viel. Angriffskraft 3000, 3600. Du hast überraschend wenig. Flynn. So, oh, Truhe. Was? Warum? Oh. So, das hier, wie heißt dieser Ort nochmal? Keine Ahnung. So, oh, du bist stärker, glaube ich. 66. Okay, was mache ich mir eigentlich Sorgen? Ich bin Level 100. Okay. Und ein neues Viech. So, jetzt mal ein paar neue Monster und so finden. Ne? Level 70. Okay, die werden sehr schnell stärker. Eine meiner Lieblingskombis. Mit den hier und dann den hier nachsetzen. Nein, extra. Sehr gut. Ja, ich kriege aber nicht so viel Erfahrungspunkte. So. Ne? Auch nichts. Wow, ehrlich. Ich habe dich doch eiskalt getroffen. So, okay. Einige Gegner sind hier voll chillig, normal, schwach, aber einige sind mal eiskalt Level 70 oder so. So, ich habe alle Monster erledigt. Kann ich jetzt die Truhe öffnen? Komm schon. Da oben ist auch noch was, sehe ich gerade. Okay, da ist auch ein Ding, wo ich hin kann. Alle Winkel der Welt. Okay, ich glaube, wir haben alle Orte gesehen, gefunden. 自分が世界の隅々まで行けるなんて世界ってこんなに広かったんだな。地図を埋めて初めてわかったぜ。本を読んでいるだけでは暑さも。スフィングのみ、diesen dreien an, ne? 100分は一見にしかずです。ま、知識だけに頼るなってことだな。 Blöde Orangengummi. Okay, ich stelle fest, wir sind alle Monster erledigen, damit wir hier weiterkommen. Damit wir die Truhe öffnen können, meine ich. So, und jetzt sind wir mal eiskalt hier. Also, erst hier in eins der ersten Gebiete und jetzt direkt ins einen, in eines der neuesten. So, Riesenmantis. Level 63. Ich kämpfe nur gegen Gegner, die neu sind. Ja, vielleicht mal eine gute Idee. Im Moment bin ich ja noch stark genug, also. Level 100. Wo ich muss ja alle Gegner erledigen, um die Truhen zu öffnen, ne? Du bist neu, glaube ich.
Nee. Ja, die Sache ist natürlich jetzt wieder die, ich weiß jetzt nicht, ob in jeder Truhe irgendwie Müll drin ist oder nicht. Das heißt 11.000 Schaden. Ich weiß jetzt nicht, ob in jeder Truhe hier Müll drin ist oder nicht, ob da jetzt irgendwie so richtig geile Sachen auch drin sind. Deswegen muss ich ja irgendwie alle Gegner hier erledigen. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte hier reingehen, wenn ich irgendwie noch stärker bin. Wir gucken ja noch mal so. Ich glaube, sobald ich irgendwie eine Möglichkeit habe, hier rauszugehen, würde ich das auch machen, weil ich nicht weiß, wie lange das hier dauert. Ich soll hier irgendwie, weiß ich nicht, den letzten Boss oder so dieses Dungeons finden oder was weiß ich. Die mehreren Bosse. Weil ich tue halt immer alles mit einem Zonenkäfig hier direkt vergleichen aus Test Braces. Eine Menge Bosse auf einen warten. Ja, bleib bei mir, Flynn. Mein Gott, so viel Skits. フレンの周りには人が集まりますね。騎士団のトップに登り詰めよってお男だ。人も自然に集まってくるもんさ。あんなところに探索ポイントが。あ、待てよ、フレ。うちも連れて行くのじゃ。あ、私も行くわ。リタ?リタもフレンのことを慕ってるんですね。あ、私が?なんで?え?だってあいつの近くに。スペノーモ。受けたダメージある程度肩代わりしてくれて楽じゃない? ほら、ディボーションってやつでさ、もしかしてみんなそういう理由でフレン頑張れよ。 So. Ah, ehrlich, ich muss jetzt jedes Mal alle Gegner erledigen, um eine Truhe zu öffnen. So, ich mache da jetzt noch einmal mit so eine Truhe oder zweimal. Und dann immer noch Müll ist. Dann weiß ich nicht. Lass mal das. Also meine Erfahrung mit so Bonus Dungeon ist immer, weiß ich nicht, entweder du hast irgendwie Schätze, die irgendwie entweder du hast Schätze, die random generiert sind, weil ich voll kacke finde, oder die sind, weiß nicht, gefüllt mit einzigartigem Zeug. Soweit ich mir vorstellen, wie das funktionieren könnte. Ich gehe rein, ich gehe wieder raus, alle Truhen sind wieder gefüllt und haben irgendwie irgendeinen anderen Müll in sich. Steht ihr? Das bedeutet, wenn ich jetzt alle öffne, wird das irgendwie nichts bringen. Deswegen, ja, weiß ich nicht so genau, wie ich da die Hand haben soll. Ich nehme an, das ist ja unglaublich lang, ne? Du bist auch nicht neu. Ja, gucken wir mal. Vielleicht irre ich mich auch mit allen, ne? Jetzt sind die Gegner ja noch relativ easy. Ich nehme an, das ist auch wie im Zonenkäfig sagen, in der Nekropole. Das sind mehrere Ebenen. Jede Ebene werden die Gegner stärker und so. Irgendwie so was. Also ich weiß es nicht. Ich spekuliere doch nur. Spekulation. So. Schutzring. Das ist ja schon mal wertvoller. Ich sehe gerade, da kann man in. Was passiert, wenn ich kann gar nicht hier runter, okay. Gut. So, da ist schon wieder eine Truhe. So, wenn ihr schon Gegner sind, dann bitte ein paar neuere. Damit ich auch irgendwie was davon habe. Gattusos Gedenken. Oh nee, es hat nicht dieses Viech, das mich ganz am Anfang des Spiels fertig gemacht hat. Oh, du bist jung gedenken, was? Ich habe doch dich anvisiert. Gattusos Gedenken. Seit der Boss, der sieht ein bisschen anders aus, glaube ich.
Aua. Oh. Gut, Welle. Wir hatten... Ach so, Patty. Ich wollte schon sagen, ich habe doch Rita gar nicht im Team. Au, okay, ist gut. Teufelswaffen tun ja eigentlich nur jetzt, weiß ich nicht. Die Kämpfe beschleunigen, aber jetzt halt mehr Schaden machen, ne? So wirklich einfacher machen die jetzt auch nicht. Glaube ich. Oh, guck. Alter. Oh Gott. Nichts. Okay, kannst du mal aufhören, mich die ganze Zeit am Boden zu hauen, ne? Ich komme gar nicht dazu, dich anzugreifen. Ich muss Ausweichrolle oder so mal ausrüsten, ne? Alter, ich komme nicht dazu, den anzugreifen. Ich lege mich die ganze Zeit auf der Fresse wegen dem. Gibt's da einfach nicht, ey. Ah, schon wieder Flugwelle, cool. Zack. Hat ihn nicht getötet, leider. Weil er ist doch der Boss, ne? Hier, der mich voll am Anfang fertig gemacht hat, weil er irgendwie voll unfair stark war. Weil der einer der ersten Bosse war. Ja, ich habe geblockt. Ja. Und weg ist er. Tue ich meine Erfahrungspunkte an. Cool. Neues Level. Cool. Mal schön aufgelevelt. Das ist auch was, ne? Na, öffnen wir die Truhe da. Apfelgummi. Sehr geil. So, aber hier oben sind so Dinger. Das heißt, hätte ich den jetzt besiegen müssen oder waren die vorher noch nicht da? Ich weiß es nicht. Verstehe noch nicht genau, wie das Ding funktioniert. Zeig mal. Wir kämpfen ja gegen Bosse, das ist auch nicht schlecht. Das heißt, mehr Erfahrungspunkte, ne? Nur wird eine Menge Schneiderarbeit. Wenn ich all die Truhen hier öffnen will, wenn die sich überhaupt lohnen. Klingenschnabelsgedenke. Oh Mann. Vielleicht finde ich ja nur einige Gegenstände, obwohl mit denen ich neue Sachen erstellen kann, aber ich glaube, ich habe ja schon so gut wie alles erstellt, ne? Zack, sehr gut. Guck mal, wie weit wir kommen hier erstmal. Wo ist er? Da. Einfach irgendwas kochen, keine Ahnung. Ich nehme an, sind noch mehr Gegner, also kann ich die Truhe noch nicht öffnen. Ne, nö. Tja, da wird ein bisschen Zeit aufwendig hier sein, glaube ich. Am liebsten würde ich jetzt erst einmal hier rausgehen, nochmal hier reingehen und dann gucken, ob die Truhen geöffnet bleiben oder ob die sich wieder nachfüllen. Nicht so meine. Weil wenn die sich nachfüllen, dann ist da... besteht eine sehr gute Chance, dass da nie irgendwie was richtig Geiles drin sein wird. Aber in Tales of Grace war halt auch irgendwie anders. Da konnten, glaube ich, die ultimativen Waffen irgendwie in solche Truhen drin sein, ne? Irgendwie so sehr komisch gemacht. Ich weiß nicht mehr. Ich hoffe, das ist in dem Spiel nicht so. Ich weiß, als wenn irgendwie, weiß ich nicht... Da mochte ich irgendwie ein Graces, Berseria und so. Ne, Zestiria und Berseria war das nur. Wo du, weiß ich nicht, einfach nur Glück brauchtest, um irgendwie, weiß ich nicht, bestimmte Waffen zu holen oder so. Weil jeder Gegner irgendwie jede Waffe oder jedes
Kleidungsstück irgendwie hinterlassen konnte mit zufälligen Sachen, die da drauf sind. Das finde ich ein bisschen doof gemacht. Ich habe lieber geskriptete Sachen. So, okay, perfekt. Hi. Also es ist viel hin und her, ey. Barbarenhelmsgelenken. Ich werde auf jeden Fall hier neue Gegner finden. Schon mal gut. Sehr gut. Oh, sehr geil. Ah, oh, niemand getroffen. Irgendwie nur TP-Angriffe machen, weil ich nur so viel habe. Ich benutze jetzt auch nicht so spärlich welche. Ich fange mal nur erst mit einer Combo an. Wir haben ja echt gar nichts. Hier kann ich auch nicht hin. Oh mein Gott, so viele Gegner und ich muss jetzt den ganzen Weg noch mal zurückrennen wegen der blöden Truhe. So. So, ihr seid normal. Voll normal. Also normal stark. Ja. Okay. So, was hat jetzt mal hier? Da ist der Ausgang. War der jetzt schon vorher da? Ich weiß nicht. So, ich renne jetzt. Das war vorher noch nicht da. Gott. Ich laufe bestimmt voll im Kreis, wenn ich irgendwie die richtigen oder falschen Dinger hier auswähle immer, ne? Hier ist zum Beispiel auch wieder ein Ding. Was bedeutet das jetzt? Ach, nee, ich glaube, das lohnt sich nicht. Ja, mal jetzt zurück. Komme ich jetzt wieder zu dem Ort, wo ich vorher war? Nö. Überhaupt hier so ein Ding auf hier so? Ich glaube nicht. So ein Ausgang. Na Gott. Also bis jetzt weiß ich noch nicht genau. Das sieht mir nach ein sehr zeitaufwendiges Dungeon aus, ey. Aber ich sollte hier noch nicht reingehen. Na, kommt mal alle auf einmal bitte. Ich wollte eigentlich alle auf einmal eigentlich treffen. Weil ich muss jetzt auch noch jeden Gegner erstmal hier abchecken, ob ich den schon hab oder nicht, ne? Das Gute an der Sache ist, unsere Teufelswaffen leveln hierdurch auf. Hm, das ist doch auch was, ne? Mehr Gegner wir plätten, desto mehr Schaden machen wir. Okay. So, meine Frage ist jetzt aber, die können unmöglich funktionieren bei einigen optionalen Bossen, die Teufelswaffen. Weil im Normalfall ist das immer so, du kriegst sie erst oder deren Potenzial wird immer erst freigeschaltet, nachdem du irgendwie irgendeinen Boss oder so erledigt hast, einen optionalen Boss. Und die haben sich jetzt freigeschaltet, nachdem wir den finalen Boss erledigt haben. Also man könnte theoretisch erstmal die ganzen Teufelswaffen und sich dann die ganzen optionalen Bosse, so wie wir halt jetzt machen, ne? Aber die würde ich ja alle voll wegfegen mit den Dingern. Da kann ja irgendwie da nicht stimmen. Würde ja viel zu einfach machen. Ah, Falschgeld kann da drin sein, okay. Du bist Dingens hier, wie heißt der nochmal, Jäger? Okay. Ja, wir tun ja einfach mal so gegen Bosse kämpfen. 100, ne, 1 Million ist das, ne? Das ist ja 3, 4, 5, 1 Million. Also hau mich jetzt nicht die ganze Zeit wieder am Boden, so wie das andere. Oh mein Gott. Komm her. Ja.
Ich dachte noch. Ja. Sehr gut. Ich will mich dann jetzt abziehen. Farbe. So, ich sag mal schon 300.000. Der regnet wahrscheinlich voll viel Erfahrung. Kommt dann, ne? Wäre nämlich gut. Au, au, au. Oh Gott, das heißt bestimmt. Oh nee, das heißt, ich werde irgendwann noch mal gegen Alexei wahrscheinlich kämpfen und so, ne? Da freue ich mich ja schon. Au. Hab ich die Mystikart von dem schon mal gesehen? Ist einfach rausgesprungen. Ist im Zauber. Boah. Ich glaube, ich brauche echt Yuri. Mit seiner Ruhmfähigkeit. Obwohl er hat da gar nicht mehr ausgerüstet, weil er die Teufelswaffe jetzt hat. Ah, Dreck. Und die Ruhmfähigkeit kostet irgendwie so 30 Punkte, ne? Schlimmste ist, was hier passieren kann, ist, wenn wir hier reingehen und wir so ein paar Bosse plätten, ein paar Level Ups und so was alles einstecken, und dann landen wir irgendwie, weiß ich nicht, beim Boss oder irgendwie so was. Ich habe uns vollkommen zerfetzt und ja, wir müssen alles wieder neu machen. Deswegen würde ich lieber erstmal einen Ausgang finden, wo ich hier raus kann, wie meinen Fortschritt speichern kann mit dem Leveln und so. Ja, komm her. Aber bis jetzt ist ja alles noch nicht so schwierig. Also vor allem ein Speicherpunkt wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber ich zweifle, dass hier irgendwie einer ist irgendwie. Au, au, au. Lass mich heilen. Oh mein Gott. Macht ja so gut wie keinen Schaden. Also obwohl. Du schießt gegen mein Schild, da dürfte mir keinen Schaden machen. Verdammt. Du Peace Air. Jawohl. Oh. Ins Gesicht. Okay. Was? Der letzte Kampf hat einen Riss im Gefühl des Raums erzeugt. Vielleicht kommen wir hier nach draußen. Ihr könnt nicht hinaus. Das geht natürlich nur, wenn ihr den Weg bis ganz zum Ende zurücklegt. Die geheimnisvolle Stimme klingt ein wenig nervöser als sonst. Wie es aussieht, können wir ja doch nach draußen. Du willst doch nicht etwa vorschlagen, dass wir zurückgehen, nachdem wir schon so weit gekommen sind. Manchmal ist Flucht die beste Strategie. Es wäre vielleicht eine gute Idee, zurückzugehen, um neue Kräfte zu sammeln. Wenn ihr diesen Ort jetzt verlasst, müsst ihr bei eurem nächsten Besuch wieder ganz von vorn beginnen. Weil diese Tor trotzdem begehen. Müsst ihr den Ort verlassen? Ja, will ich ehrlich gesagt. Immer für ein Weilchen rausgehen. Wartet. Was ist? Gehen wir jetzt raus oder nicht? Kommt schon. Oh weh, sie sind entkommen. Muss erstmal, weil ich, wenn wir das nächste Mal irgendwie nochmal hier reingehen, dann kann ich ja sehen, ob die Truhen nochmal sich nachgefüllt haben. Die man den gleichen Mist haben oder nicht, weiß nicht. Ach, niesen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die, weiß nicht, die Nekropole. Ist ein bisschen überschaubarer. Ich habe das Gefühl, dass hier kann sehr nervenzerrend sein. Oder vielleicht das Kolosseum. Da können wir auch mal versuchen. Ich glaube, da hat jetzt auch was noch mal aufgetan, so wie ich das gelesen habe. Gucken wir mal. Und ja. In dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr einen Teil lasst, doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ich bin schon dutzende Male hier reingegangen, habe mich hochgeeilt, weil das hier am billigsten und am schnellsten geht. Und jetzt, wo ich mal einmal die Aufnahme nicht an habe, dann kommt natürlich eine Cutscene hier. Na gut, hier. Boom. Was geht? Das ist eine Karte, nicht wahr? Oder nicht, einfach nur. Ja, ich habe gerade über all die Orte nachgedacht, die wir auf unserer Reise besucht haben. Oh, ich bin so neidisch.
Aber bist du auf deinen Reisen nicht auch in den unterschiedlichsten Orten gekommen? Naja, wir halten uns von Städten und seltsamen Orten fern, deswegen... Ach, wirklich? Ja, eine Gaststätte auf Rädern würde in einer Stadt etwas fehl am Platz wirken, meinst du nicht? Vielleicht. Ja, und wir bleiben auch von den dunklen Wäldern oder tiefen Schluchten und so weg. Solche Orte sind viel zu gefährlich. Ah. Könntest du mir also ein wenig über die Orte erzählen, an denen du warst? Die Orte, an denen ich war? Ja, bitte, ich würde gerne was davon hören. Naja, dann als erstes wäre da mal die Hauptstadt. Und dann verließen wir das geheimnisvolle Dorf und setzten unseren Weg fort. Wow, was für eine beeindruckende Reise. Naja, wir haben doch eine ziemliche Strecke vor uns. Ach, es wird spät. Oh, tut mir leid, ich habe dir das Zeitgefühl vollkommen verloren. Nein, ist schon recht. Wenn du wieder mal vorbeikommst, kannst du mir ja noch ein paar Geschichten erzählen, oder? Ja klar, ich werde wiederkommen. Hihi, ich kann es kaum erwarten zu erfahren, was als nächstes passiert ist. Neugierige Prinzessin. Okay. Voll viele Skits und Sachen irgendwie, die irgendwie was zu tun haben mit, dass wir die ganze Karte erforscht haben. Ne? So, neuer Titel. Neugierige Prinzessin war das, ne? Alles rund um dich zieht dich in seinen Bann. Okay, cool. Dann auf weiter. Wo auch immer weiter ist.